Wie Frieden schaffen. Zum Abschluss der Veranstaltung der Mediengruppe Landshuter Zeitung Straubinger Tagblatt hat Professor Dr. Werner Weidenfeld seine Gedanken dargelegt. Er hält den Weltfrieden für möglich. Ich habe ja heute Abend bei dem Vortrag eine ganze Reihe Punkte genannt dazu. Die Probleme von innen verkosten, die Perzeption aufnehmen, Smart Power entwickeln und schon können Sie, wenn das viele Menschen machen und alle strategischen Köpfe, sind Sie dem Frieden schon sehr nah. Die Ideen des Politikwissenschaftlers, der als Leiter des Zentrums für angewandte Politikforschung in München schon mit vielen internationalen Staatsmännern und Frauen zusammengearbeitet hat, fanden auch nach dem Vortrag noch regen Anklang. Sie sehen, hier sind viele Menschen, die ganz interessiert sind an der Fragestellung und die, das muss man weiterbringen. Das ist ja, was Smart Power liefert. Sie müssen deuten, sie müssen erklären und damit muss man dann weiterarbeiten. Jetzt sind hier ein paar hundert Leute, die arbeiten mit diesem Deutungsversuch weiter. Und das ist es. Die Bernlochner Stadtsäle kamen am Montagabend mit rund 500 Gästen an ihre Kapazitätsgrenze. Darunter hohe Gäste aus Politik und Geistlichkeit. Ich nehme einfach mit, dass es in Landshut möglich ist, über 500 Leute dreimal zu begeistern, sich intellektuell zu betätigen und das hat mich sehr gefreut. Die Veranstaltungsreihe findet in Abwechslung mit den Seligenthaler Klostergesprächen alle 2 Jahre statt. Insgesamt war die Vortragsreihe 2015 die 8.